Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Zero to Hero. Wir sind wieder am Start mit der nächsten Episode des New England Patriots, nicht Patriots, Revolution Karrieremodus. Aber wir sind momentan Trainer von Wales und das ist heute unsere Mission. Wir wollen unsere Mannschaft in die Gruppenphase der Euroleague, Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Bringen wir das schaffen? Das ist die große Frage. Aber wir werden es auf jeden Fall heute versuchen. Wenn euch die Episode gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, wie wichtig das ist. Der Daumen, das ist für euch nur ein kleiner Klick und für mich hat es eine große Bedeutung. Deswegen wäre das richtig, richtig nice und eine richtig geile Geste von euch. 500 Likes wären mega, mega gut. Und wir trainieren zwar erstmal in dieser Episode unsere Mannschaft. Und zwar Majoral, Fagundes, Fossum, Jeska und Agudelo. Und schauen mal, was es da so geben wird. Beziehungsweise was da so herumkommen wird. Und zwar haben wir CCDDC. Nicht ideal. Jetzt sind sie erst Jugendspieler schon verlassen. Ein 55er, 52er, den wir einfach nicht gebrauchen können als 10er. Aber naja, wir spielen gegen Indien, die gegen Neuseeland irgendwie gewonnen haben. Mit Wales als Testspiel natürlich nur. Williams macht das 1-0, das ist in Ordnung. Williams macht das 2-0, das ist umso besser. Das läuft richtig schön. Ich skippe das Ganze einfach mal. Wird nämlich nicht sonderlich spannend werden. Bradshaw und Taylor machen die weiteren Tore. Und wir gewinnen 4-0 gegen Indien. 1 und 0 und wir haben DDDDB. Naja, Majoral mit sehr, sehr schönen Upgrades. 4-1-2-1-2 Australien, zuletzt Niederlagen gegen Dänemark, ein 2-2 gegen Brasilien und ein 1-0 Sieg gegen Ägypten. Komische Ergebnisse, wir spielen wieder zu Hause, normalerweise sollte das eine relativ eindeutige Sache sein. Aber wir werden sehen, ob das Ganze so funktioniert. Holland kriegt die gelbe Karte, ist eigentlich ein Holländer, aber spielt für Australien. Bell macht das 1-0, das ist sehr, sehr schön. Zweite Halbzeit, Troisi kommt für Jedinak, War kommt für Vidosic, aber es passiert nicht wirklich was. 65 Minuten durch, immer noch 1-0, 2-0 Ramsey, wir können skippen, das war's nämlich, wunderbar. Läuft bei Wales. So, der Spieler ist weg. Schade, aber 52 und 80 Potenzial höchstens, naja. Wir spielen zu Hause gegen Montreal, die zuletzt gegen Colorado und Orlando gewonnen haben und gegen DC unentschieden gespielt haben, die also einen guten Lauf haben, aber zu Hause ist was möglich. Berezinski, den wollte ich ganz gerne haben, den haben sie mir weggekauft und machen auch noch das 1-0 durch Romero. Auswärts haben wir ja verloren, das Tor von Harry Schipp in der 88. Minute. Die haben so einen starken Kader, es ist einfach nur ekelhaft mit Drogba auch. Und momentan läuft es nicht. Bunbury kommt für Agudelo. Aber wir haben sowieso Vorsprung bis nach Meppen, von daher passt es. Schipp mit dem 2-0, okay, das Ding ist durch und Gwyn macht noch den Anschlusstreffer. Aber das ist nicht schön. So, Training mal. Oh, scheiße. DDFFF. Wow. Ultimativ beschissen. Jugamos contra el Club de Fútbol de Nueva York y tenemos cinco puntos. Die 5 puntos más que este Club. Und wir müssen jetzt gewinnen. Aber die haben zuletzt immer 1-1 gespielt. Gegen DC, gegen Orlando, gegen die Whitecaps. Haben Verteidiger in der linken Mittelfeldposition. Ich weiß gar nicht, wer das sein könnte. Es ist Materita anscheinend. Diskerud, Lampard, Poku, Mullins, aber kein KK. Success verletzt sich, Poku kriegt gelb. Wahrscheinlich dafür. Nguyen mit dem 1-0, sehr wichtiger Treffer. Nicht vergessen, dass das Team aus 5 Punkten hinter uns steht und uns noch gefährlich werden kann. Das heißt, ein Sieg wäre elementar wichtig. Gonçalves kriegt übrigens die gelbe Karte. Und keiner hat Bock, irgendwie Success auszuwechseln. Doch jetzt und sofort macht Materita ausgerechnet der eigentliche Verteidiger. Das Tor Shelton kommt für Mullins rein. Gelb-rot für Poku. Und kriegen wir zumindest das Unentschieden. Ja, wir spielen 1-1. Das ist nicht überraschend nach den Ergebnissen zuletzt, aber trotzdem bitter. Ich hasse sowas. Egal, 478.000 für die MLS. Wahnsinn. Wir spielen in Playoffs. Geil. So, diesmal haben wir aber zumindest mal ein bisschen bessere Ergebnisse. C, B, D, D, C. Ja. Christoph möchte weg, hat eine offizielle Transferanfrage. Fossum ist echt genial im Training. Hat eine offizielle Transferanfrage gestellt, aber geht momentan schlecht. Wir sind im Oktober. November. So, wir spielen gegen Toronto in den Playoffs. Erstes Spiel, ganz, ganz wichtige Partie. Und es geht ganz, ganz schwach los mit Moore. Gonçalves ist wieder da, kriegt gleich mal gelb. Oh Mann, das ist alles andere als schön. Ein Auswärtstor wäre schon recht wichtig. Natürlich haben wir auch einen der stärksten Gegner überhaupt erwischt, was natürlich extrem bitter für uns ist. Cheru verletzt sich, vielleicht ist das die Chance für uns. Agudelo macht das Auswärtstor, was ich gerade angesprochen habe. Sehr wichtig, Gonçalves kriegt gelb-rot. Ey, das ist echt unglaublich, wie der unser Team schwächt durch Verletzungen und durch so eine Scheiße. Christoph kommt für den Gwyn rein und wir spielen unentschieden und, ach, Verlängerung. Ach so, es gibt kein Rückspiel, aber Davies macht das 2-1, Freunde. Das könnte es sein. Das könnte reichen. 3 Minuten. Ich hasse mein Leben. Das kann nicht wahr sein.
1-0 und immerhin zwei Upgrades. Yay, Fossum und Miaska. Wow, super. 72 und 77. Es ist doch scheiße. Mann, ey, wir führen und dann 100. Alter. Wir gewinnen mit Wales gegen Finnland mit 3-1, aber eine schwere Verletzung bei Taylor. Na, super. Ey, momentan läuft's nicht. Heimspiel gegen Schottland, die zuletzt gegen die Schweiz verloren haben, gegen Nordirland gewonnen haben, gegen Belgien verloren haben. Und wir gewinnen nicht, wir spielen 1-1. Oh, überraschend, aber in Ordnung. Bei so einem Derby mehr oder weniger ist das okay. Ui, D für Ulare, aber der steigt im Rating und ansonsten gute Ergebnisse mit B, B, D, D. Ja, okay, gut, ist relativ. Und nochmal Training und T, B, F, B, C. Besser, diesmal verkackt Fossum. Wir haben einen Jugendspieler geholt. Ich weiß nicht wieso, der hat zwar 82, aber naja, also 82 Potenzial nur, aber was soll's. Training, lassen wir einfach gleich mal durchlaufen. Sieht gut aus. Ulare steigt in allen drei Werten. Stark. Ja, 3, 2, 1, go. Fagundes wird uns übrigens verlassen, habe ich gerade gehört. Steigt nochmal auf 71 und wird dann wahrscheinlich einen Sittich machen. Hat er zumindest gesagt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern möchte. Warum? Keine Ahnung. Gonzalo, was hat er immerhin verlängert? Unser verletzungsgelb-rote Kartenmensch. Freunde, wir simulieren hier momentan nur Training, was daran liegt, dass wir einfach rausgeflogen sind. Also diesen Titel werden wir nicht mitnehmen, aber wir werden den Verein definitiv verlassen. Und zwar, ja, früher oder später jetzt, demnächst. Spätestens im Sommer, beziehungsweise am besten jetzt, je nachdem. Ja, bei der Endrunde, ja, wir sind halt nicht mehr drin. Montreal hat gewonnen, indem sie im Viertelfinale gegen Toronto gewonnen haben. Schade, dass wir es nicht geworden sind, aber das ist halt hier immer so ein bisschen schwierig. Heute des Turniers wurde Kennedy, Kamara, goldener Schuh, Team der Woche ist keiner von uns drin, Spieler des Turniers auch Kamara. Okay. Wir haben ein Jobangebot, aber guck mal, alle aus der MLS und nee. Ach Mensch, wir sind mal wieder im Training. Das ist eine ganz, ganz spannende Episode. BDDCB, BDDCC. Aber Ulare ist einfach momentan ein absolutes Biest, was die Trainingsleistung angeht. BBBC und niemand steigt. Aber wir sind bei Ulare, Miaska, Fossum und bei Majoral kurz davor. Sieht nicht gut aus für uns. Sieht ganz schlecht aus für uns. New England ist nämlich nicht zufrieden mit unserer Leistung, was auch verständlich ist. Naja, was sollen wir machen? Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nächste werden wir uns einen neuen Verein, so beziehungsweise eine neue Herausforderung. Und ich bin gespannt, wie das so werden wird. Ich habe jetzt natürlich die Leistungsdaten nicht gezeigt, aber das habe ich ehrlich gesagt auch ganz einfach vergessen. Und das war, glaube ich, auch nicht wichtig, weil im Endeffekt war nichts so überzeugend. Und wir haben so viele neue Spieler geholt und immer wieder welche. Agudelo hatte auf jeden Fall, ich glaube, 12 Saisontore. Aber ansonsten, jetzt sind wir doch schon drin. Vielleicht können wir jetzt noch einen neuen. Ah, wir dürfen sogar weiterspielen. Playoff-Meister. Na super. 5 Millionen Transferbudget. Ich versuche trotzdem einen neuen Verein zu finden. Das machen wir jetzt nochmal in dieser Episode. Vielleicht finden wir ja noch was Cooles. Wir können nach England gehen, aber nicht zu den so tollen Vereinen. Wobei. Nee, wir warten ab. Dann war es von dieser Episode. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr alles einen Daumen nach oben da. Natürlich schade, dass wir so schnell rausgeflogen sind aus der, Transfer- bzw. aus der MLS-Endrunde gegen halt Toronto. Ganz, ganz bitter. Aber was soll's. Wir versuchen beim nächsten Mal wieder anzugreifen. Wir versuchen das nächste Mal den Verein zu wechseln bzw. ja, zum Ende der laufenden Saison hier von den anderen Ligen, die ja immer im Mai so einen neuen Verein zu finden, damit wir in die neue Saison dann reinstarten können. Vielleicht auch noch in dieser Saison hier, damit wir dann zumindest nochmal eine Hälfte uns schon mal eingewöhnen können und einen Kader ein bisschen planen können. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein, macht's gut und ciao. Wenn es euch bis gefallen hat, nicht vergessen, den Daumen nach oben. Ciao.